Die Behauptung ist ja, dass wir alle dieselbe kollektive Unbewusste haben. Es ist nur die Frage, welche Anstrengung oder Bereitschaft wir aufwenden müssen, um daran zu kommen. Es kann mit Flaschen und Alkohol gelingen, wie Lichtenberg gesagt hat. Wenn alle Flaschen verschlossen geblieben wären, wüssten wir weniger. Mit anderen Worten, wäre der Archetypus hartnäckiger in uns drin stecken geblieben. Aber wir müssen versuchen eben, der gute Gedanke ist, die gute Nachricht ist, dass wir alle dasselbe wissen können. Die schlechte Nachricht ist, es muss sich jeder selbst darum bemühen. Sie können nicht erwarten, dass ich Ihnen sozusagen Ihr Wissen liefere, sondern das müssen Sie selbst tun durch eine Anstrengung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie dem auch sei, klar ist, es reicht nicht aus, nach dem, was ich gesagt habe, die wissenschaftliche Entwicklung durch eine Logik der Forschung zu charakterisieren. Das ist natürlich schon länger bekannt und der erste Wissenschaftler, der das ganz deutlich pointiert ausgedrückt hat, war der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn, der 1962 ein Buch geschrieben hat, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Da hat er die Wissenschaft eingeteilt in den Betrieb, der normal abläuft und den Betrieb, der revolutionär stattfindet. Der normale Betrieb ist der, der gewissermaßen im Sinne von Karl Popper funktioniert. Sie wollen eine Diplomarbeit schreiben, Sie wollen die Leitfähigkeit von seltenen Erden messen, Sie machen eine Hypothese darüber, dann machen Sie Ihr Experiment, geben das ab, bekommen Ihr Diplom und das war's dann. Das würde man wissenschaftliches Arbeiten nennen, aber nicht wirklich aufregend finden. Und für den Laien ist das völlig uninteressant, also außer Sie sind die Mutter des Studenten, der diese Arbeit geschrieben hat. Also es gibt sicher diese normale Wissenschaft, die operiert sicher logisch und Kuhn definiert sie dadurch, dass sie sagt, sie lebt unter einem bestimmten Paradigma. Also das Wort Paradigma ist natürlich wieder so ein hübsches, nettes Wort. Man kann sagen, das sind die Voraussetzungen, die Annahmen, auf die sich alle geeinigt haben, ohne sie in Frage zu stellen. Negativ kann man auch sagen, Paradigma ist das Brett vor dem Kopf, mit dem alle forschen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand auf eine andere Idee kommt. Aber jedenfalls gibt es so einen Grundkonsens. Es gibt den Grundkonsens, dass die Welt aus Atomen besteht. Es gibt den Grundkonsens, dass Genome aus Genen bestehen. Es gibt so einen Grundkonsens, an dem man nicht rüttelt, wenn man so normale Wissenschaft betreibt. Und Kuhn sagt jetzt, das ist aber im Grunde genommen nicht so interessant für den Historiker und dadurch kommt die Wissenschaft auch eigentlich nicht voran. Sie sammelt ja nur Fakten, die das Paradigma abdecken oder abschätzen. Und jetzt ist die Frage, was ist dann wirklich, wenn was Neues, Interessantes passiert, das dann in die Geschichtsbücher eingeht oder eventuell die physikalischen Weltbilder verändert? Und das nennt er Revolution. Und Revolution ist passiert durch eine Offenbarung, durch eine plötzliche Einsicht, die aber nicht weiter schildert. Er geht ein bisschen darauf ein, dass das was mit inneren Wahrnehmungen zu tun hat, aber tut das nicht so besonders genau. Für ihn ist klar, dass da jedenfalls etwas ganz Besonderes, Unheimliches passiert, auf das er nicht weiter eingeht. Und seitdem spricht man gerne von wissenschaftlichen Revolutionen. Und das Wort ist tatsächlich so inflationär geworden, dass Sie kaum noch heute einen wissenschaftlichen Kongress besuchen können, ohne dass Ihnen vorne jemand sagt, er verkündet jetzt eine wissenschaftliche Revolution. Es ist fast alles revolutionär. Merkwürdigerweise hassen wir Revolutionen im bürgerlichen Leben, aber wir lieben Revolutionen im wissenschaftlichen Leben. Die Frage ist, ob das, wenn jemand eine neue Idee hat, das Paradigma sich ändert, wenn aus der klassischen Physik zum Beispiel die Quantenphysik wird, ob man das wirklich eine Revolution nennen kann. Die Frage ist vor allen Dingen, wann man das eine Revolution nennen kann. Mein Problem mit dem Begriff der Revolution ist nicht, dass er nicht etwas Maßgebliches ausdrückt, also sozusagen etwas anderes als normale Wissenschaft, bei dem einfach Rätsel gelöst werden, sondern eine Revolution ist zunächst mal vom Wort her etwas, was Sie an den Ausgangspunkt zurückbringt. Also Sie machen eine Umdrehung und das wollten Sie eigentlich nicht. Sie wollen ja einen Fortschritt erreichen. Also ist Revolution eigentlich gerade nicht Fortschritt. Aber das Schlimmere am Wort Revolution ist, dass es eigentlich nur angewendet werden kann, das Wort, in einem sozialen Kontext. Wenn jemand eine Idee hatte, ist das noch keine Revolution. Also Sie haben zum Beispiel die Idee, dass es ein Quantum der Wirkung gibt, wie Max Planck 1900. Das ist aber noch keine Revolution. Denn noch machen alle Wissenschaftler weiter wie vorher. Revolution ist es erst dann, wenn es erstens geprüft ist, zweitens abgesegnet ist, drittens im Lehrbuch aufgeführt wird, viertens von Studenten akzeptiert wird und fünftens sozusagen gemeinschaftliche Praxis der Wissenschaft wird. Das heißt, wenn einer eine gute Idee hat, 1900, dann ist die Revolution 1930 vollzogen.
Aber das ist ja eigentlich uninteressant. Wir wollen ja nicht die 30 Jahre beschreiben, das ist ja auch viel zu viel, sondern wir wollen ja den Moment der Entdeckung beschreiben. Das ist ja der Punkt, auf den es uns ankommt. Wann, was vollzieht sich bei dem Moment, wo die neue Idee auftaucht? Deshalb ist der Begriff revolutionär etwas ungeeignet, um wirklich neue Entwicklungen der Wissenschaft zu beschreiben, obwohl insgesamt ist natürlich Wissenschaft als soziale Veranstaltung sehr wohl revolutionären oder bestimmten Bedingungen unterworfen. Und ich würde, tatsächlich haben die Historiker auch immer mehr Abstand genommen, von Revolution zu sprechen. Sie sprechen deshalb von Turns oder Wendungen, die die Physik nimmt. Aber das hilft meiner Sicht nach nicht sehr viel weiter. Ich bin der Meinung, man sollte einfach sagen, was Wissenschaft in dem Moment ist, wo etwas Neues aufscheint, nämlich kreativ. Also ich unterscheide deshalb die normale Wissenschaft, auf die Thomas Kuhn hingewiesen hat, von kreativer Wissenschaft. Und wenn Sie jetzt fragen, was kreative Wissenschaft ist, dann ist es sozusagen einfach, ganz einfach, das ist das Gegenteil von normaler Wissenschaft. Was ist normale Wissenschaft? Normale Wissenschaft ist das, was logisch vorgeht, was sorgfältig ist, was detailbesessen ist, was um Vollständigkeit bemüht ist, was sich um Präzision bemüht. Und Sie werden merken, alles das ist Kreativität nicht. Kreativität interessiert sich nicht für Präzision, interessiert sich nicht für Sorgfalt, interessiert sich nicht für Details, interessiert sich nicht für Vollständigkeit und ist überhaupt nicht logisch. Aber wir müssen den Mut haben zur kreativen Wissenschaft. Und was ich glaube ist, dass man tatsächlich die Wissenschaft einteilen kann in die Entwicklung der Wissenschaft einteilen kann in Aspekte, wo normale Fortschritte erreicht werden und wo radikale, kreative Fortschritte erreicht werden. Und wie kann man das unterscheiden? Normale Fortschritte werden durch Bedingungen, die von außen kommen, gesteuert. Also Sie haben zum Beispiel den Wunsch nach einem besseren Katalysator, Sie haben den Wunsch nach einer genaueren Messtechnik, Sie haben den Wunsch nach einer eleganteren Diagnostik. Das kommt von außen, da ist ein Bedürfnis da. Und dann machen Sie systematische normale Forschung, lösen das dazugehörige Rätsel und dann haben Sie einen normalen Fortschritt, gewissermaßen eine Evolution in der Wissenschaft erreicht. Kreative Fortschritte sind was ganz anderes. Kreative Fortschritte kommen sozusagen spontan von innen. Plötzlich taucht ein neues Bild auf. Plötzlich befreit sich aus ihrem kollektiven Unbewussten ein neues Bild. Und das setzt sie, verzwingt sie sozusagen neu zu denken. Es muss sozusagen aus ihrem Inneren plötzlich ein neuer Grundmodus des Denkens aufscheinen. Ein neues Bild, das sie versuchen, mit den von außen erworbenen Bildern in Zusammenhang zu bringen. Und das ist dann tatsächlich Kreativität. In dem Moment auch erleben Sie Wissenschaft als Zwang. Wissenschaft ist etwas, das Sie antreibt. Das ist dieser schöne Satz in dem Buch Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Es ist nicht so, dass die Wahrheit hinter den Menschen her, dass die Menschen hinter der Wahrheit her sind. Die Wahrheit ist hinter den Menschen her. Also Wissenschaft kommt von müssen. In diesem Fall kreative Wissenschaft kommt von müssen, weil das innere Bild da ist und das jetzt eine äußere Entsprechung sucht, die Sie anwenden müssen. Und Sie müssen oder Sie können diese inneren Bilder finden, zum Beispiel, um auf den Johannes Kepler zu sprechen zu kommen. Bei ihm war das innere Bild, das plötzlich da war, bei dem gläubigen Christen Johannes Kepler die Trinität. Er wollte die ganze Wissenschaft im Bild des Dreieinen Gottes sehen. Und als Kopernikus vorschlug, die Sonne ins Zentrum zu rücken, den Lichtstrahl der Sonne auf die Erde zu richten und dann die Erde als sozusagen der ewigen Umdrehung, um diese Sonne zu sehen, da wusste er, das ist die Trinität. Und deshalb war für ihn das Modell des Kopernikus richtig, nicht aus wissenschaftlichen, empirischen, logischen Gründen, sondern aus archetypischen Gründen, aus religiösen Gründen. Er hatte das Bedürfnis, eine Trinität zu finden. Und seit dieser Zeit ist die Wissenschaft trinitär. Sie ist gewissermaßen in dieser Sphäre verhaftet und ist mühevoll, sich daraus wieder zu befreien. Es gibt ganz sicher innere Bilder, die das logische, empirische Vorgehen der Wissenschaftler bestimmen. Und sie kommen aus der Nachtseite. Und dadurch, das hat Wolfgang Pauli genauer analysiert, auch in seinen eigenen Werken, in den Werken von anderen. Und er kommt dabei auf einen Vorschlag, was wirklich eine wissenschaftliche Methode ist. Wissenschaftliche Methode ist nicht, ein sauberes Experiment zu machen, sorgfältig zu messen. Das ist auch wissenschaftliche Methode. Aber die eigentliche wissenschaftliche Methode besteht darin, sich ein Problem vorzunehmen, immer wieder über das Problem nachzudenken, immer wieder über das Problem nachzudenken, es wieder wegzulegen, sich wieder vorzunehmen, immer wieder darüber nachzudenken. Und zwar so lange, bis das Unbewusste die Antwort gibt. Sie müssen so lange sich bewusst mit einem Problem beschaffen, bis plötzlich aus ihrem kollektiven Unbewussten, aus ihrer Seele, aus ihrer archetypischen Sphäre die Lösung aufsteigt. Und das heißt, mit anderen Worten, Sie können nur
dann etwas Wirkliches ergründen, wenn sie A, bereit sind, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Denken einzusetzen, nicht dann irgendwann Feierabend zu machen und das so lange zu machen, bis sie auf die Antwort, die aus ihrem Inneren kommt, warten. Und sie müssen auch zugeben, dass sie gewissermaßen abhängig sind davon, dass sich da etwas bewegt. Sie selbst können es nur induzieren. Sie können nur darauf hoffen, sie sind gewissermaßen der Gnade ihrer Seele ausgeliefert. Das sagt Pauli ganz ausdrücklich und Kepler hätte das sofort akzeptiert. Das Interessante ist jetzt, also das wäre die wissenschaftliche Methode, sich eine Sache vorzunehmen, so lange im Bewusstsein zu behandeln, bis das Unbewusste stark genug angekurbelt ist, um das symbolische Bild aus dem archetypischen Reservoir, das uns zu eigen ist, so vorzuführen, dass ich es benutzen und dann als Erkenntnis anwenden kann. Und ich möchte Ihnen jetzt an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte zeigen, dass es solche Fälle gegeben hat und dass große Wissenschaftler immer wieder davon gesprochen haben, dass ihnen bestimmte Sachen plötzlich schlagartig ausgefallen sind, und zwar in dem Moment, wo sie gar nicht damit gerechnet haben. Als erstes Beispiel möchte ich auf den großen Berliner Physiker und Physiologen und Philosophen Hermann von Helmholtz verweisen, der übrigens 1847 den Energiesatz als erster sauber formuliert hat. Er hat in seinen Erinnerungen, die im Jahre 1891 erschienen sind, sich Gedanken gemacht, woher eigentlich Einfälle kommen. Übrigens, vielleicht, wenn Sie eine kleine Nebenbemerkung gestatten, wir reden natürlich immer noch von Einfällen, wenn Sie eine Idee haben. Aber tatsächlich ist das natürlich kein Einfall, sondern ein Ausfall. Er kommt ja so von innen und tritt dann sozusagen so in Ihr Bewusstsein, dass Sie ihn ausdrücken können. Aber das Wort Ausfall ist leider besetzt. Also der Einfall ist eigentlich ein Ausfall, aber wir wissen, was wir meinen, wenn wir Einfall sagen und nicht, wenn wir Ausfall sagen. Also wir bleiben bei den Einfällen. Und Helmholtz macht sich Gedanken darüber. Er hat ja wunderbare Gesetze über Tonempfindungen, über Farben, über Optisches und Physiologisches, auch bei der Sinneswahrnehmung entdeckt. Und dazu braucht er viele merkwürdige Ideen. Und da hat er sich eines Tages überlegt, wo kommen die eigentlich her? Und ich zitiere, Einfälle treten plötzlich ein. Ohne Anstrengung, wie eine Inspiration. Aber ich musste mein Problem erst nach allen Seiten so viel hin und her gewendet haben, dass ich alle Wendungen und Verwicklungen im Kopf überschaute und sie frei, ohne zu schreiben, durchlaufen konnte. Und wenn er das abends intensiv genug macht, dann ist morgens beim Aufwachen die Lösung da. Und er sagt das, oft waren die Einfälle morgens beim Aufwachen da. Und er verweist darauf hin, dass es einen großen Mathematiker gibt, der genauso seine Einfälle notiert hat, das ist der große Carl Friedrich Gauss, der Mathematiker, der manche Theoreme vielfach bewiesen hat, um sicher zu sein, aber das Theorem selbst ist ihm gewissermaßen als plötzlicher Einfall gekommen und manchmal auch die Beweisführung. Es gibt zahlreiche Texte von Gauss, wo er das schreibt, zum Beispiel im Jahre 1835 notiert Gauss das Induktionsgesetz. Gefunden am 23. Januar morgens um 7 Uhr vor dem Aufstehen. Und das kennen wir ja, Sie stehen auf und wissen das. Und dass es so etwas gibt, dass gewissermaßen der Gedanke, den Sie abends in Ihr Bewusstsein genommen und dann gewissermaßen in Ihr ganzes Inneres gepackt haben, sich da durchwühlt, bis er am nächsten Morgen klar zur Erkenntnis tritt, das hat Goethe in einem netten Vers dargestellt, auf den Helmholtz auch hinweist. Was vom Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Und das ist sozusagen einer der kreativen Erkenntnisprozesse. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass es die gibt, dass es die immer wieder gibt und dass die Wissenschaft ihre größten Entdeckungen diesen nächtlichen Prozessen, dieser Nachtseite ihrer kreativen Schöpfer verdankt. Das berühmteste Beispiel, das in der Geschichte der Wissenschaft immer wieder zitiert wird, ist die Entdeckung des sogenannten Benzolrings durch August Kekulé. Der beschreibt seine Entdeckung im Jahre 1865. Kekulé ist Chemiker und die 1850er, 1860er Jahre erleben einen großen Triumph der chemischen Industrie, die immer bessere und immer ausführlichere Kohlenstoffverbindungen hinbekommt und natürlich auch deren Strukturformeln genauer kennt. Also es werden Kohlenwasserstoffe erzeugt, Alkohole erzeugt, Farbstoffe erzeugt. Aber das zentrale Molekül, das bei all diesen Verbindungen und Synthesen eine Rolle spielt, das sogenannte Benzol. Das hatte man schon 1800 etwa entdeckt. Von dem weiß man nicht, wie die Strukturformel aussieht. Man weiß, dass es 6 Kohlenstoffe sind, die mit 6 Wasserstoffen verbunden werden müssen. Aber der Kohlenstoff hat eigentlich 4 Möglichkeiten, Wasserstoff anzulagern und Wasserstoff nur eine. Und wenn man das hin und her wendet, es kann keine Kette
von Kohlenstoff und Wasserstoff sein, die zusammen Benzol ergibt. Aber was anders als eine Kette kommt überhaupt in Bedacht? Keiner denkt an etwas anderes und Kekulé bemüht sich über Jahre immer wieder zu finden, wie kann C6H6, also das Benzol, gebaut sein? Wie kann ich so C und so 6C Kohlenstoff und 6 Wasserstoffatome so zusammenfügen, dass dabei etwas entsteht, was keine offene Bindung mehr erlaubt? Und er hat eines Tages sitzt da völlig erschöpft in einem Zimmer und vor ihm brennt ein Kaminfeuer. Und da kommt eben die berühmte Geschichte. Ich zitiere aus dem Bericht von Kekulé über sein Eindösen am Kaminfeuer im Jahre 1865. Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im Hintergrund. Lange Reihen, vielfach dichter, zusammengefügt. Alles in Bewegung, schlangenartig sich windend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz. Und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich. Und auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten. Was hat er gesehen? Eine Schlange, die sie in den Schwanz beißt. Mit anderen Worten, er hat erkannt, dass das Benzol eine Ringstruktur ist. Die Kohlenstoffe schließen auf sich selbst zurück. Es gibt ein C6H6-Ring, das ist eine elementare Entdeckung. Die ganze chemische Industrie wird dadurch viel besser, viel praktischer möglich. Die ganze, also werden ungeheuer neue Farbverbindungen herstellen. Aber was hat er wirklich gesehen? Hat er die Ringstruktur vom Benzol gesehen? Nein. Er hat ein archetypisches Modell gesehen, nämlich den Ouroboros. Das ist die Schlange, die die Alchemisten schon aufgeschrieben, benutzt hatten als ein Symbol, die kreisförmig gewissermaßen sich in den Schwanz beißt. Das hat man auf vielen Darstellungen des 12., 13. oder auch später noch der alchemistischen Zeit bis ins 16. Jahrhundert hinein. Und diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt, ist das Symbol dafür, dass das eine alles ist oder das Ganze sozusagen in einem gesehen werden kann, in diesem Ring. Das ist das elementare archetypische Symbol. Und was er eben erfährt, ist, er träumt dieses archetypische Symbol, das sich in irgendeiner Form durch die Flammen vor seinem Auge, durch das Nachdenken induziert, ihm zeigt. Und dadurch hat er die Erkenntnis. Aber das Wichtige ist natürlich auch noch bei Kekulé, dass er damit nicht zufrieden ist. Denn solche Einfälle kann es viele geben. Er muss anschließend die ganze Nacht arbeiten, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten und zu überprüfen, ob das sein kann. Kommt immer wieder vor, dass man sozusagen eine ganz schnelle, plötzliche, einfache Idee hat, die sich als falsch erweist. Also es gehört immer die rationale Aufarbeitung, immer die experimentelle Überprüfung, immer die systematische Abfrage dazu. Aber am Anfang taucht ein archetypisches Bild auf. Am Anfang muss sozusagen aus der Tiefe des kollektiven Bewusstseins, aus der Seele das Bild aufscheinen, das ich mit den Dingen, die ich von außen wahrgenommen habe, in Verbindung bringen kann.